So, ihr kleinen Verhüterlis, ich begrüße euch zurück zu Destiny. Und heute werden wir uns was ganz Feines angeln. Meine geile Stute hier wird sich nämlich den neuen Titan-Fokus angeln. Und ich möchte eigentlich gar nicht lange schnacken. Wir legen auch direkt los, zurück zum Orbit. Heute noch. So, liebe Freunde, ich begrüße euch im Orbit ohne Zucker. Heute geht es für uns auf die Venus. Dort werden wir den neuen Fokus finden. Aber erstmal müssen wir einen Söldner-Clan von Titanen suchen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal, ne? Ne? So, das ist hier Level 25, normal. Ich denke, das werden wir schaffen. Ja, wir haben auch keine andere Schwierigkeit auszuwählen. Ja, ne? That's life. Wir starten einfach mal. Let's go! Was heißt es, ein Titan zu sein? Als Titan bist du ein Teil der Stadt. Auf eine Art, die kein Warlock oder Jäger versteht. Der Traum der Stadt ruht auf deinen Schultern. Und dann gibt es die, die unsere Mauern verlassen. Die, die sich an Anführer halten, die sie kaum verstehen. So war es schon immer mit den Sonnenbezwingern. Der Hammer von Sol ist eine Flamme in der Dunkelheit. Doch Feuer brennt ohne Verstand. Es ist an der Zeit, dass das Feuer nach Hause kommt, um die Stadt und ihre Mauern in der langen Nacht zu wärmen. Eine Legion Sonnenbezwinger wurde in der Nähe eines Wächstores in der Ishtar-Senke gesichtet. Sie verweilen nicht lange an einem Ort. Finde sie. Gut, unsere Mission ist klar. Finde die Sonnenbezwinger. Das machen wir. Wir laufen gerade hier gemütlich auf der Venus rum. Da haben wir ein paar Ads, die hier rumlaufen. Hier zum Beispiel, ja. Kein Problem. Für mich ist das hier. So, dann gibt es erstmal noch eine Granate hinterher. Ah, den habe ich hier ein bisschen sauer gemacht. Kein Problem, kein Problem. So, wir wollen uns aber hier nicht so lange aufhalten. Wir rennen direkt durch, weil wir diese abnormale geile Fähigkeit haben wollen. Da gehen die mir hier mal am Arsch vorbei. Du hältst jetzt deine Schnauze hier, du auch. Ja, deine Schnauze hier, du. Was gibt's auf die Fresse? Woll? Okay, dann suchen wir mal unseren Söldner-Clan. Mal gucken, wo wir sie finden. Mal gucken. Sieht aus, als ob ich ein Sonnenbezwinger-Signal empfange. Aber es ist mit Wex-Feedback gemischt. Okay, mysteriös. Dann wollen wir doch mal hier suchen. Suchen wir doch mal den Bereich hier ab. Zack, aufs Maul. No way. Geist einsetzen kann ich hier. Machen wir doch mal. Kuckuck, wer bist du denn? Gib dir auf die Fresse. Osiris. Finde heraus, wo sie hingegangen sind, Hüter. Oh. Meinem Bericht zufolge sind sie auf dem Weg zum Wächstor. Zum Wächstor. Ja gut, ich denke, da muss ich... Ich denke, ich muss hier hoch, oder? Muss ich hier hoch? Werden wir gleich sehen. Ich gehe einfach mal hier hoch, ne? So. Ne, oder? Doch. That's right, yeah, that's right. Rasiert. No way. Boah, diese Wex, das ist eine Gegnerklasse, die meinen Blutdruck immer sehr hoch schlagen lässt, ja? Du hältst die Schnauze jetzt, ja? Niemand hält mich auf, meinen neuen Fokus zu erhalten. Ich kloppe euch 1 gegen 1. Kein Problem. Easy. Laufen. Oh, Kuckuck. Dreh auf die Fresse. Ich klopp euch alle. Ich brauche noch nicht mal meine Waffen benutzen. Ich bin so OP. Oh, den habe ich nicht getroffen. Hier, diese Spaghetti-Monster, ne? Der Spaghetti-Monster haben wir hier. So, ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ich fühle das Feuer. Ich fühle es. Es wird wärmer und wärmer. So, wo müssen wir her? Nee. Okay, also, Wiedereinstieg eingeschränkt. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Ein bisschen, ja. Wir wollen ja nicht übertreiben hier, ne. Erstmal eine Granate hier. Guck mal, die sind am Ratzen. Hier wird nicht geschlafen! Ah!
Boah! Ja, das sind ja mal ganz, ganz tolle Soldaten. Ja, die pennen hier. Du. Hallo? Jemand da? No way. Okay. Müssen wir hier runter. Hallo, nicht schlafen. Nicht schlafen. Ich bin da. Servus. Servus. Also wie gesagt, ne, es ist jetzt gerade nicht so schwer. Ich kann hier gerade mit meinem Monte Carlo hier, was ihr hier so fresh seht, von Jahr 1 rumlaufen. Das hat auch nur 170 Angriff, ja. Finde ich persönlich ein bisschen doof, ne. Man hat so endlos lange gefarmt, ne, und so endlos lange Sachen gemacht, um so richtig geilen Shit zu bekommen. Für die, die Destiny spielen, Eisbrecher ist bestimmt ein Begriff. Es hat in meinem Herzen wehgetan, diese Waffe zu zerstören. Ich habe mich gefragt, was tue ich hier? Warum? Aber gut, man muss sich natürlich darauf einlassen, mal ein paar neue Sachen zu machen, sich auf was Neues einzulassen. Hier, WoW-Spieler kennen das auch bei Updates. Holy shit. Holy moly. Der ist aber nicht so nett, ne? Ja gut, WoW-Spieler kennen das, Update kommt raus, bam, alle alten Sachen sind für den Arsch, ne? Neue Sachen farmen und so. Genau dasselbe Prinzip ist hier auch, ne? Und ja, die machen mich gerade hier ein bisschen nass, aber ist kein Problem hier. Ist kein Problem für den Titan. Das ist es. Auf die Fresse! Boah! No way. So, jetzt wollen wir mal das dicke Ungetüm hier. Boah! Auf die Fresse. Also, ich gehe gerade ein bisschen hektisch hier zu und ich bin tot. Ja, so weit von. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Zack, 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 zack. So, es ist Zeit für die Schrotflinte. Für die Schrotflinte ist es Zeit. Ich bin ein bisschen wieder hier. So, ich krepe gerade auf dem Existenzminimum hier rum. Ja, aber Pumpe klärt. Pumpe klärt. No way. No way, me, my shotgun, bitch. This is a very good shotgun. Wie ist ganz viel Damage, liebe Freunde. Ich muss mich erstmal verstecken hier. Diese Minotauren sind echt zum Abreiern. Oh, und drauf, rasieren. Ein Hagel von Kopfnüssen wird auf euch niederhageln. Ah! Ich hab daneben geschlagen. Oh, scheiße. Wir müssen jetzt erstmal hier den fetten Platt machen. Komm schon. Immer schön in das Auge rotzen. Immer schön in das Auge. Da. Und down. Und was haben wir da? Das Tor ist offline. Wenn ich den Konflux kartieren kann, dann könnte ich herausfinden, wohin er führt. Ah, die sind von Osiris. Osiris, das sind Titanen von Osiris. Ja? Ja, okay. Wir haben sie gefunden. Dann probieren wir mal hier den Konflux aus. Geist einsetzen. Zavala. Die Sonnenbezwinger öffneten dieses Tor zu Merkur. Ich habe die Koordinaten. Dann finde einen Weg. Finde ihre Schmiedehüter. Wenn die Stadt darauf hofft, die eingehende Dunkelheit zu überstehen, dann brauchen wir die Flamme, die sich dort befindet. Okay, wir haben Teil 1 der Mission jetzt erfolgreich abgeschlossen, mit nur einmal sterben. Und jetzt geht es weiter. Ihr habt ja gehört, der Zavala hat irgendwas von Merkur erzählt. Und ich denke, es wird wieder eine PvP-Map sein, auf der wir diesen Sonnenbezwinger dann halt freischalten. So, das war bei den anderen Charakteren genauso. Dann wollen wir mal dahin. Merkur wurde von den Vex zu Beginn des Untergangs transformiert. Sofern uns bekannt ist, ist der Warlock Osiris der einzige Hüter, der Zeit bei den Säulen verbracht hat. Und von ihm haben wir schon seit Jahren nichts mehr gehört. Osiris hat einen Vertrag zwischen den Sonnenbezwingern und der Stadt ausgehandelt. Seine Bedingungen waren für mich unakzeptabel. Und jetzt hassen die Sonnenbezwinger die Vorhut. Sie hassen mich. Wir haben noch nie von dir gehört, Hüter. Doch wenn du uns gefunden hast, bedeutet es, dass du unserer Zeit würdig bist. Ich bin Uros, dritte Glutmagistratin der Sonnenbezwinger. Du bist gekommen, um dein Licht in der Schmiede auf die Probe zu stellen.
Okay. Hier musst du beweisen, dass du eins mit dem Licht bist. Benutze deinen Geist, um die Schmiede in Flammen aufgehen zu lassen. Okay. Benutze deinen Geist, um die Schmiede... Hüter. Okay, gut. Das ist eine Legende. Wenn nur die Hälfte der Geschichten wahr ist, dann ist sie einer der mächtigsten heute lebenden Titanen. Dann wollen wir doch mal das Feuer entflammen hier. Los, dann let's go. Hey. Strom ist eingeschaltet. Aber der Laser muss in eine Linie gebracht werden. Lass uns nach draußen gehen. Der Laser muss in eine Linie gebracht werden. Das hört sich doch gut an. Machen wir das doch. So. Da haben wir schon mal den ersten. Schatten des Lichts, das die Uralten hervorbrachte. Benutze die Schmiede. Okay, benutze die Schmiede. Muss ich jetzt hier wieder in die... okay. So, da sehen wir schon was ganz Episches. Feuer der Menschen. Feuer des Lichts. Frage dich selbst, welche Kräfte du von der Schmiede willst, Hüter. Kannst du Licht dorthin bringen, wo nur Dunkelheit überleben kann? Du musst bereit sein. So, jetzt können wir unser Sonnenbezwinger... Okay, wir werden dann also angegriffen. Genau, wir werden angegriffen und jetzt können wir unseren Fokus verwenden hier. Und dann würde ich doch mal sagen, let's go! Boom! 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 Yeah, hier wird richtig rasiert jetzt. Willst du fleißige Titanen sehen, musst du zu My Hammer gehen. Boom! 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 Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, dafür sind wir noch nicht bereit, Ah, jetzt, Bruder! Rasieren, rasieren! Ah, boom! Boom! Bam! Ah! 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 Boom! Boom! Das gefällt mir sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Nur wegen diesem Fokus habe ich eigentlich jetzt den Titan angefangen. Ich habe so ein Item bekommen, womit ich einen beliebigen Charakter direkt auf Level 25 ziehen konnte. Und das habe ich bei dem Titan gemacht, da ich ihn eigentlich vorher kaum benutzt habe. Aber jetzt mit diesem Fokus, ihr seht selber, sehr geil. Das macht richtig Bock hier, so richtig einen auf Thor zu machen. Ich bin Thor, mein Hammer wird fliegen! Ah! Boom! Boom! Noch mehr Gegner. Wie lange müssen wir das denn hier noch durchhalten? Oder ich sag mal so, wie lange müssen die das noch durchhalten hier mit mir? Weil ich bin ja gerade so OP. Wir haben keine Chance, Bitch. Keine Chance, Bitch. Boom. So, jetzt geht's nochmal richtig auf die Fresse hier. Ich habe gerade 3 Minus gesehen. Ah! 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 Schlapp, schlapp. Bom, bom, klar. Ah! Boom. Und du kriegst einen auf die Fresse. Oh, was denn? Was denn? Ja, was denn? Hey, komm doch. Krieg mich doch. Boom. So. Was müssen wir jetzt machen? Ist jetzt vorbei? Ein Sonnenbezwinger gehorcht nichts und niemandem außer dem Willen des Lichts. Jawohl. Willkommen, Hüter. Die einzige Kraft, die du brauchst, ist der Zorn des Feuers. Ja. Liebe Freunde, wir sind jetzt wieder im Orbit, haben uns den Sonnenbezwinger gegeiert und nächstes Mal verschlägt es uns dann ins Kosmodrom, wo alles begann. Zwar diese Mission hier, genau, Kates Versteck. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like, ein Abo da, schreibt mal in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall dann diese Woche nochmal mit Nachtschicht. Nicht vergessen, es geht weiter mit Outlast. Bis dahin, Ade, tschüss.